Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und das ist wieder das Minecraft-Entdecker-Abenteuer. Und wir begeben uns natürlich auf Schatzsuche. Angeblich schaue ich direkt zum Schatz hin. Dann können wir auch hinlaufen, aber ich nehme lieber das Boot sicherheitshalber, falls ich nicht direkt hinschaue. Boah, irgendwas stimmt mit diesen Booten nicht. Ja doch, ich schaue anscheinend wirklich recht genau hin. Oh, ist der hier unter Wasser? Jetzt bin ich genau drüber. Ob das Spaß macht, den zu finden. Vor allem, wenn da lauter Gravel da ist. Ich habe da eine Idee. Bevor wir wieder aufgehen. Weil ihr wisst ja, unter Wasser bin ich jetzt auch nicht der bewegungsgeniale Mensch. Ne? So suchen wir uns erstmal hier. Entschuldigung, ich muss mal hier ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Das, was wir brauchen. Genau. So, ich probiere jetzt diesen Türträger und schaue, ob der jetzt immer noch geht. Boah, da vorne, also hier bei dem, es ging ja. Vielleicht habe ich ja Glück und der geht hier auch. Schauen wir mal. So, ich habe gesagt, hier irgendwas. Wie der geht. Türträg. Funktioniert einwandfrei. Fantastisch. Schatzkarte. In die Richtung. Da müssen wir noch ein Stück hin. So, schau mal. Hier. Da muss ich rein. Danke. Schatzkarte. Zu weit. Ein Stück in die Richtung. Jetzt graben wir erstmal. Graben wir erstmal und dann können wir noch mehr. Ah, ich habe keine. Normalerweise habe ich immer Fackeln in der rechten Hand, deswegen. Ah, da ist noch Wasser. Deswegen kriege ich immer dann rechts irgendwo hin und hoffe, dass eine Fackel hängen bleibt. Dann geht das ja nicht. So, gut. Dann checken wir nochmal. Angeblich sind wir ziemlich genau drauf. Also da, man kann halt auch echt Jahre danach graben. Mutig. Wir machen das jetzt trotzdem. Wir suchen fleißig nach diesem Schatz. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ist ja noch kein Erfolg. Alles umbauen, bis wir ihn finden. Und da kommt Wasser rein. Ich dachte, die Fackeln löschen den herabfallenden Sand. War wohl nicht so. Die sind im Wasser. Überall ist Wasser. Wir brauchen wieder eine unserer Türen. Türpause. Dass wir wieder Luft haben. Ist eigentlich total cool, diese Türen. Schatz, wo bist du? Wo bist du? Da, sagt er. Machen wir mal die Tür woanders hin. Wollen wir die aufsammeln? Schmeißen wir raus. Kies schmeißen wir raus. So, sagt der Schatz ist irgendwo. Jetzt bin ich ziemlich genau dran. Bauen wir doch mal hier eine Tür hin. Und graben hier einfach wie wild in alle Richtungen. Komm schon, es wäre doch gelacht, wenn wir nicht eine Truhe finden können. Wer sie zuerst sieht, gewinnt. Schatzgraben ist schon ein bisschen, nach Schatzgraben schon ein bisschen aufwendig. Wäre sehr lustig, wenn ich direkt drauf stehe. Ups, Tür abgebaut. Die Tür hin. Wo ist meine Tür hin? Wir haben noch eine. Keine Sorge, wir haben noch eine. Wenn die eine nicht auftaucht, holen wir uns eben die andere. Okay, Tür aufbauen, ins Inventar und wieder rauf da. Irgendwo hier ist anscheinend angeblich unser Schatz. Laut Karte ist der. Irgendwo hier. Es kann doch nicht sein, dass der so schwer versteckt ist. Schon. Ah, wir haben ihn gefunden. Wunderbar. Und er hat sich rentiert. 2. Ja, wir haben auch Luft. 3. 10 Smaragde. Yes. Marienkristalle brauchen wir jetzt nicht. Gebratenen Lachs haben wir keinen Platz im Inventar. Gold sammeln wir natürlich ein. Eisen sammeln wir natürlich ein. Ja, Kabel, ja. Herz des Meeres, ich weiß schon. Ihr würdet das schon gerne alles mal ausprobieren, aber das tun wir jetzt. Das tun wir hier nicht. Das schmeißen wir raus. Wir nehmen den gebratenen Kabel. Hier haben wir was zum Essen. Die brauchen wir auch nicht. Nehmen wir dafür den gebratenen Lachs. Haben wir noch mehr zum Essen.
Die Schatzkarte brauchen wir auch nicht mehr, den Schatz haben wir bereits gehoben. Gut, das schaut doch nach einer erfolgreichen Mission aus. Ab ins Böse. Oh, es ist Nacht, wunderbar. Ein bisschen Nachtsession haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt steigen wir einfach mal aus und kämpfen uns ins Eisbiom zurück. Nicht zurück, wir kämpfen uns zum Eisbiom durch. Es gibt da ein Eisbiom und da. Mega cool. Mega cool. Zack. Zack. Greifen die an, wenn ich ihnen zu nahe komme? Manchmal ist es gut, wenn man informiert wäre. Los geht's. Run, 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 run. Ja, ja. Oh, ein Skelettreiter. Und eine Menge Viecher. Das schaut dann nach einem guten Kampf aus hier. Da eine Idee. Erstmal habe ich hier fleißig gekämpft. Dann brauchen wir Steine. Schauen, ob das geht. Ob ich mich jetzt umbringe. Aber wir sind ja, haben ja auf dem Boot geschlafen. Du her. Yeah. Wir verstehen uns. Sehr gut. Eine Enderperle bekommen. Frechheit. Ein Eisbär. Eisbären sind eigentlich recht hübsch. Da, das schaut doch schön aus. Die Farbe ist so cool und dann hast du so ein Ding, was so ewig hoch. Ey, alles gut. So, weiter geht's. Hier ist eine Menge los. Wir versuchen mal ein bisschen hier Ärger zu meiden. Ups. Ja, rennen wir einfach mal ein bisschen rum und schauen, was wir so entdecken können. Bevor wir uns jetzt hier mit 150.000 Zombies und so weiter anlegen. Ohne großes Ziel. Boah, hey. Sind diese verfrorenen Skelette, sind das so besondere? Kreaturen für dieses Eisbiom, das ist ja. Oh. Die sind ja auf alle Fälle nicht freundlich gesinnt, sehe ich schon. Schön. Vielleicht nicht der Ort, wo man sein sollte des Nachts, aber ist schön. Wir sollten mal was essen, wenn wir halbwegs. Die schießen auch noch verzauberte Pfeile, die sind ja ganz mies. Oh, wir wollen nicht drauf gehen. Wir haben gerade keine Ambitionen zu sterben. Dankeschön. Aber nett, dass ihr fragt. So, essen. Den Rücken zur Wand ist immer super. Aber wir hätten unseren Fisch essen sollen. Dass wir die Inventarplätze freikriegen. So, wie lange haben wir diesen Effekt noch? Die mache ich dazu. Da mache ich zu. Ach, lang. Ja, genau. Ja, das Symbol ist eigentlich recht eindeutig. So. Okay, also das ist jetzt nicht mehr ganz so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe. Was trägt denn da unten ein Dings rum, oder? Ja, so ein. Enderman. Komm. Komm, 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 komm. Wir brauchen eine Enderperle. Wir wollen schließlich auch mal unsere. Komm, trau dich. Ja, trau dich. Ja, komm her. Keiner hat die Absicht, dich umzulegen, außer ich. Komm her. Ja. Oh, nochmal. Yeah, Enderperle. Wir können dann nämlich jetzt bald mal eine Truhe bauen. Eine. Wir müssen dann nur noch ein bisschen Obsidian sammeln. Schon klar. Oh, der hat sogar einen Grasblockfall. Das ist ja praktisch. Nicht, dass wir jetzt gerade einen brauchen, aber praktisch wäre es theoretisch. So, also, es ist hier auf alle Fälle nicht so viel geboten, dass ich sage, es ist jetzt super spannend. Jetzt gehen wir noch da vorne zu diesem Eisbiom. Und dann, schauen wir mal, was wir als nächstes noch so entdecken an Biomen und Landschaften. So ein Schneebiom, also so eine verschneite Taiga ist schon auch echt nett. Fällt mir schon. Ich meine, es ist immer schwierig, wenn man jetzt nur durch so ein Biom durchrennt, dann erwartet man natürlich andere Sachen, als wenn man sich hier niederlässt, um was zu bauen. Aber weil da kann man schon schöne Sachen bauen, gerade mit dem Schnee. Cool. Aber das ist ja nicht unsere. Nicht unsere Hauptaufgabe in diesem Let's Play und es ist schon für mich eine Umstellung, muss ich zugeben. Kleine Umstellung. Richtig. Gut.
So habe ich das gar nicht gemeint mit dem Schleichen, aber hat ganz gut funktioniert. So, der Mond neigt sich schon wieder hier dem Ende entgegen. Folglich wird es bald Tag, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch finde, weil ich ja eher hier am Entdecken bin als am... Oh, das ist ein Dorf! Bin eher am Entdecken als am Kämpfen. Danke. Ich muss wieder weiter. Wir konnten den Effekt abwehren. Sehr gut. Binne, leg dich nicht mit mir an. Was ist denn das? Das schaut ja cool aus. Süßes Haut. Oh, das ist ja schön. Jetzt erstmal irgendwo uns Bettchen suchen. Und dann schauen wir uns hier um. Erstmal ein Bettchen. Darf ich mal reinkommen? Dankeschön. Oh, ein Kartentisch, aber kein Bettchen. Und was haben wir im Gepäck? Yeah, Kompass. Leere Karte, Papier. Papier brauchen wir immer. Neue Bücher. Kanada? Irgendwo am Dach wahrscheinlich. Ein Brot, warum nicht? Leere Karten. Karten brauchen wir eigentlich nicht. Papier nehmen wir schon mit. Irgendwas im Inventar, was wir wieder loswerden wollen. Nee, gerade nicht den Fisch können wir essen. Das sind Fische. Und den auch. Dann können wir das Papier einsackeln und uns nach einer Werkbank bauen und wieder ein paar neue Bücher. Bücher sind immer gut. So, dann schauen wir uns mal das Dorf hier an. Sieht eigentlich ganz nett aus. Wir haben es mal ganz anders gebaut vom Stil her. Das ist cool. Schön, dass wir das gefunden haben. Hat schon so ein bisschen was Wikingermäßiges. Aber wie gesagt, also, dass da immer keine Dorfbewohner drin sind, finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Es könnten echt mehr Dorfbewohner da sein. Kann nicht sein, dass die immer alle ausgestorben sind oder dass man jedes Dorf selber besiedeln muss. Das kann doch nicht sein, oder? Ah, kein Effekt. Echt niemand da in diesem Dorf. Ah, da unten. Hey! Ernsthaft, haben die Eishütten? Ist denn das Iglus? Das ist ja süß. Da oben wohnt auch einer. Die wohnen hier echt in den Iglus. Das ist ja lustig. Hättet ihr gedacht, dass wir so ein Eskimo-Dorf finden? Ich nicht. Mega cool. Da war ich schon drin. Mega cool. Puh. Bin begeistert. Das sind schon schöne Sachen, die es jetzt hier neu gibt. Also wie gesagt, ein bisschen mehr Leute wären echt toll. Aber ansonsten ist das super cool. Gleich mal den Brotvorrat klauen. Und es gibt ein rotes Bett. Rote Betten mag ich immer noch mit am liebsten. Einfach weil sie so die klassischen Anfangsbettchen sind. Da waren wir es noch nicht drin. Ah, da war hier. Das sieht doch zweimal das gleiche Haus. Von mir aus. Schauen wir uns die Iglus an. Das ist ja süß. Mega cool. Mega cool. Oh. Oh, gehst du hier bei uns einkaufen? Ja, quasi. Verkaufst du? Was für einer? Gar nichts? Seid ihr irgendwie verbuggt? So, Jung, aber wir sind leider Dorfwohner, mit denen du nichts tun kannst. Kann ja mal passieren. Schaut auch cool aus. Weiß zwar nicht so beabsichtigt, aber schaut cool aus. Und dann war wieder nur ein Igel dabei, wo was zu holen war. Und zwei Dorfwohner, mit denen man nicht handeln darf. Welche Jungs, ey. Welche Jungs. Und da oben haben sie schon so ein kleines vereistes Beet. Nett. Gehen wir hier ein schönes Thumbnail hin von hier. Aber ein Golem. Natürlich haben sie ein Golem. Weit weg von den Dorfbewohnern, also ein bisschen verlaufen. Aber sie haben eins. Iglo noch mit drauf kriegen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Das, wenn es hier hinten immer so im Nebel verschwindet. Total hübsch. Wir das irgendwie noch mit drauf. So. Ja, schau ich mal, mach ich nachher nochmal von der anderen Seite. Kann ich auch ohne euch machen, ne? So. Dann haben wir, glaube ich, das ganze Dorf schon wieder durch. Oh, haben wir einen kleinen Weg hier reingebaut.
Aber da unten waren wir auch drin, wir waren überall schon. Wir werden jetzt nicht den Kuhvorrat schlachten. Das schaut ja cool aus mit dem Wasser da in der Mitte. Ist schön gemacht. Ist echt schön gemacht. Gute Idee. Gefällt mir. Das sind also die Minecraft-Igloos. Ich vermute mal, ihr kennt mein Igloo schon, das ich gebaut habe. Schaut sehr ähnlich aus zu den Minecraft-Igloos. Auch sehr klein. Ein paar Sachen zu bieten. Sehr cool. Wir müssen unbedingt mal ein Haus in so eine Eisspitze reinmachen. Das könnte was werden für ein neues Starterhaus. In so einem Eisbiom oben in der Spitze drin, das wäre eigentlich mal eine coole Idee. Ja, das machen wir. Kommt irgendwann. Nagelt mich nicht fest, irgendwann ist irgendwann. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Bitte euch.